Hallo Freunde, in diesem Video geht es so ein bisschen um ein Hobby, was ich wieder aufleben lassen möchte, und zwar ist es das Windsurfen. Im Titel habt ihr es wahrscheinlich schon gelesen. Ich möchte so ein bisschen Windsurfen wieder, und das Ganze geht auf Reisen natürlich relativ schwierig ohne Material. Das heißt, ich habe mir von meinen Eltern Windsurfmaterial mitbringen lassen aus Deutschland, was ich mir in Deutschland gekauft habe. Macht sowas niemals, ganz klare Empfehlung jetzt. Das Material war leider einfach scheiße. Auf der anderen Seite bin ich halt auch totaler Anfänger. Ich habe mit 12 oder 13 Jahren meinen Jugendsurfschein gemacht, habe da nicht viel mehr Erfahrung gesammelt, habe mir ein, zwei Mal Material geliehen auf Fehmarn oder so, bin da gesurft. Das hat auch alles wunderbar funktioniert, und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich mit dem Material viel zu schlecht auskannte. Das heißt, im Umkehrschluss, das Material war Mist, ich konnte damit nicht surfen. Ich bin zur nächsten Surfschule gefahren. Da haben wir uns dann wieder Material angeguckt, beziehungsweise ich habe den Surflehrer dort vor Ort gefragt, ob sie altes Material haben, was sie vielleicht verkaufen würden. Und tatsächlich hatten wir ein wenig Glück. Ich durfte ein bisschen Material ausprobieren, ein bisschen was testen, Board testen, habe auch mit dem Surflehrer selber nochmal gesprochen. Und dann hat sich tatsächlich daraus entwickelt, dass ich mir Material kaufen konnte dort vor Ort. Ich habe jetzt ein Stand-Up-Paddleboard mit einer Aufnahme für ein Windsurf-Segel gekauft. Einfach aus dem Grund, weil wir das dann auch gut zum Subboard-Fahren benutzen können. Das war auch die Empfehlung einfach von dem Surflehrer, weil wenn mal kein Wind ist oder vielleicht hat man einfach keine Lust mehr Wind zu surfen, dann kann man das Ganze als Sub benutzen. Wir haben auch noch ein Paddle dazu bekommen. Also wirklich, wirklich cool. Wir haben zwei Segel bekommen, einen Mast, eine Mastverlängerung, Mastfuß, alles so, was da dazugehört, einfach, um eben mal ein Segel aufzuspannen und zu surfen. Jetzt ist natürlich noch das Problem, wo kommt der ganze Stuff hin? Und ja, da steigen wir einfach mal direkt ins Video ein und dann geht's noch weiter. Jetzt im ersten Teil gesehen habt, haben wir oben auf dem Dach Airline-Schienen befestigt, einmal verklebt, einmal verschraubt. Von unten haben wir auch nochmal Konterplatten gegengesetzt, was man im Video nicht gesehen hat. Und das Ganze hält auch bombastisch, also wir fahren schon einige Kilometer damit rum, auch mit Surfmaterial obendrauf. Wirklich, wirklich eine gute Sache. Die Airline-Schienen haben ebenfalls meine Eltern aus Deutschland mitgebracht, als sie uns hier besuchen waren. Und was dann aber passiert ist, war sehr, sehr ärgerlich. Und zwar habe ich die Mastbase unten von dem Mast zu stark in das Surfbrett reingeschraubt. Dadurch hat sich das Gewinde leider ein bisschen vergnaddelt und ich musste das Gewinde ausbohren. Und zum Glück hat das noch hingehauen. Ich hatte auch einen Gewindeschneider dabei, habe das Gewinde neu geschnitten. Und so hat sich ergeben, dass auf jeden Fall alles noch wunderbar funktioniert. Und ja, die ersten Surfversuche konnten so gestartet werden. Und es kommt noch relativ wenig in dem Video hier vor, wie ich surfe, weil ich das Ganze erstmal ein bisschen ausprobieren möchte. Ich bin totaler Anfänger, also ganz, ganz klar. Wenn ihr irgendwie Tipps habt oder irgendwas, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Seid nicht zu fies zu mir. Und dann ansonsten hoffe ich, dass wir einiges an Spaß haben. Und falls euch das Thema Windsurfen irgendwie mehr interessiert, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ich nehme euch da auch ganz gerne mit. Wie gesagt, totaler Anfänger. Ich fange damit gerade erst an. Weiß natürlich schon, was eine Wende, was eine Halse ist und so weiter und so fort, auch wie man das so ungefähr macht. Aber ansonsten, wie gesagt, Einsteiger, und ich freue mich auf jeden Fall auf den Start und möchte euch auch gerne da einfach mitnehmen.
Wir haben jetzt mittlerweile das Problem hier in Italien, dass wir dringendst Frischwasser brauchen und natürlich auch unser Wasser entsorgen müssen. Das Problem ist einfach nur hier in Italien, im Gegensatz zumindest zu Frankreich, gibt es hier unnormal wenig Stellen, wo das möglich ist. Jetzt haben wir hier eine Stelle gefunden, allerdings kommen wir hier an den Ablass überhaupt nicht dran. Also normalerweise fährt man ja so drüber mit einem Wohnmobil und kann das dann ablassen, so wie wir das in den letzten Videos auch ab und an schon mal gezeigt haben. Nur hier kommen wir eben an diesen Ablass nicht dran, da bräuchten wir einen speziellen Schlauch oder wie auch immer. Das müssen wir also verschieben. Und ansonsten, Frischwasser sieht hier auch, naja, wir trinken das Wasser ja eh nicht. Aber hier könnt ihr sehen, wie das normale Zuwasser aussieht. Sieht jetzt auch nicht so bombastisch aus. Trotzdem müssen wir es machen, weil wir finden sonst keine andere Station. Wir werden die Tage einfach nochmal auf den Campingplatz gehen oder auf den Wohnmobilstellplatz, der bezahlt ist. Die gibt es hier einigermaßen gut, aber zum Beispiel Campingplätze direkt an der Küste super, super, super teuer. Bis zu 50 oder 70 Euro pro Übernachtung für zwei Personen. Und das ist einfach zu heftig. Und ja, aus dem Grund versuchen wir jetzt hier eben zumindest das Wasser aufzufüllen. Und ansonsten müssen wir schauen, wo wir unser gebrauchtes Wasser lassen. Ja, so viel dazu hier in Italien. Frankreich im Gegensatz dazu ganz anders. Mal schauen, wie es jetzt hier weiterhin in Italien aussieht, wenn wir weiter runterfahren. Und ja, wir werden euch natürlich berichten. Gerade wieder an einem richtig, richtig schönen Platz. Es ist nicht am Meer, sondern an einem See. Eigentlich wollen wir ja immer am Meer lang fahren, damit wir immer Wasser haben. Allerdings gab es jetzt irgendwie nicht so coole Plätze, die wir hätten am Meer anfahren können. Deswegen sind wir jetzt einfach zu diesem See gefahren. Im Hintergrund seht ihr Fridolin, also direkt am See. Wird wahrscheinlich in der Hochsaison brechend voll sein, aber jetzt im Ende September ist hier alles leer. Und übermorgen oder morgen, schauen wir mal, geht es nämlich hier in der Nähe auf einen Campingplatz, weil wir uns wieder ein Paket aus Deutschland schicken lassen haben, damit ihr endlich wieder guten Ton habt, weil da kommt das Mikrofon endlich an. Ja, wie kann denn das? Keine Ahnung. Boah. Jo. Sind da hinten Gebirge oder so, dass das da so fetzt irgendwie? Ich weiß. Wir sind heute Morgen auf dem Campingplatz angekommen, den Julie schon angesprochen hat. Und tatsächlich ist heute unser Paket gekommen. Ich werde das jetzt direkt mal öffnen, damit wir den grässlichen Ton endlich wieder los sind. Ich hoffe, ihr könnt uns das, wie gesagt, verzeihen. Und jetzt packen wir das mal aus und schauen mal, was das Ding kann. So, endlich wieder mit vernünftigem Ton haben wir hier den Tag wirklich auf dem Campingplatz trotzdem sehr genossen. Ich habe noch ein bisschen was am Auto gemacht und jetzt geht's Richtung Rom. Und wir sind schon sehr, sehr gespannt, weil wir doch viele Erfahrungen mitbekommen haben, was so Einbrüche und so eingeht. Wir haben uns aber einen Wohnmobilstellplatz rausgesucht in Rom, damit wir zumindest ein bisschen Sicherheit haben. Und die ganze Technik, die wir hier zum Beispiel an Bord haben, tatsächlich auch die Laptops und so, nehmen wir sowieso zu 99% der Fälle immer mit, weil wir einfach ein bisschen paranoid sind, was das angeht. Und natürlich ist das einfach zu viel wert, das hier einfach drin zu lassen.
als kleines Fazit zu Rom als allererstes mal gesagt, wir sind nicht so diese Standard-Touris. Im Hintergrund seht ihr das Kolosseum und hier stehen wir jetzt gerade in dem Forum Palatine, glaube ich, nennt sich das. Ein Ticket kostet hier 16 Euro, dann könnt ihr hier beides besichtigen quasi. Und wir stehen in der Nähe auf einem Wohnmobilstellplatz, sind mit dem Fahrrad hierher gefahren und das Ganze, ja, nimmt so gute 3 Stunden in Kauf. Natürlich, wenn jetzt mehr los ist und ihr müsst länger anstehen, dann natürlich dementsprechend länger. Auf jeden Fall können wir das Ganze empfehlen. Auf der anderen Seite, wenn ihr nicht so diese Standard-Touris seid und euch für sowas gar nicht interessiert, ja, dann müsst ihr das Ganze nicht machen. Wie gesagt, 16 Euro pro Person ist ja auch Geld. Allerdings ist es auf jeden Fall sehenswert und ihr könnt ein paar schöne Videos bzw. Fotos schießen. Und jetzt werden wir uns wieder auf den Rückweg begeben und zu Fridolin zurückfahren.